Hallo und willkommen zurück zu Dauntless. Wir wollen hier die Quest weitermachen, beziehungsweise wir wollen das neue Monster jagen. Da kriegen wir eine ziemlich coole Rüstung, glaube ich. Und wir haben noch eine Eis-Challenge vor uns. Was haben wir hier noch? Trommelwürmel. Achso, ich soll Granaten freischalten. Und 5000 Schaden. Ich habe 4500 von 5000 gemacht. Die können wir auch mal eben abschließen. Dazu gehen wir mal Granaten machen. Die Granaten könnt ihr hier unten machen, bei dem Typi. Ich weiß jetzt nicht, ob der ganz unten steht oder ein höher. Ich meine, der steht hier. Da weiß ich ja nicht ganz genau, wo der jetzt... Also ich weiß, wo der steht, aber jetzt nicht, wie ich da hinkomme in der Stadt. Ja, da hinten steht der. Der müsste das sein. Na, geh weg, du Hundi. So, genau. Hier, die Granaten. Dazu brauchen wir nämlich diese Omnisteine. Habe ich 18 Stück und Zornwurzel, die habe ich schön gesammelt. Und deswegen werden wir jetzt mal ein paar Granaten herstellen. Und die werden wir dann gleich mit auf unseren Reisen nehmen. Dann können wir da nämlich richtig Alarm machen. So, dann können wir die nämlich auch abschließen. Die Quest. Und wie gesagt, wir haben ja gesagt hier, wo war ich jetzt hier? Wir wollen die neue Dings mal kennenlernen da, ne? Genau. Die möchte ich machen. Jage einen Emberman. Aber wie kann ich den jagen? Moment, warte mal. Den muss ich mit M machen, ne? Genau. So, hier. Patrouille. Verfolgen. Den habe ich hier noch nicht drin. Dann machen wir Expedition. Ne, hier müssen wir hin, ne? Genau, hier. So, dann nehmen wir den jetzt auf. Also ein neues Monster bei uns auf dem Kanal jetzt hier. Zack, starten. Und dann schauen wir uns mal an, was für ein Monster uns denn hier erwartet. Oh, ging aber schnell. So, die sind alle schon bereit. Ich muss noch irgendwas ausrüsten. Und zwar möchte ich ja die Granaten mitnehmen, ne? Zurück. Zurück und dann bin ich bereit. Ich bin auch bereit, hallo? So. Nehmen wir nochmal das Schwert. Und dann gucken wir uns unsere Dailies an, die wir heute machen können. Dann machen wir die Dailies noch. Jetzt erstmal das neue Monster. Ich kenne das Monster noch gar nicht. Der Behemoth. Ja. Ja, auch eine coole Rüstung an hier, ne? Habt ihr gesehen? Der jetzt da läuft. Der hat auch eine coole Rüstung. So, wir versuchen das jetzt wieder wie bei unserem letzten Monster hier. Immer aus der Deckung heraus. Mann, warum kriege ich jetzt wieder Husten? Aus der Deckung heraus gehen wir auf das Monster drauf. Nein, ich bin gefallen. Ich wollte schon sagen, da war ein Loch drin. Gibt es hier keine Omnisteine? Weil, wie gesagt, die eine Quest schließen wir mal ganz schnell ab. Mit den Granaten, dann hätten wir die schon mal auf jeden Fall durch. Oh, wo ist der Junge? Hat der keine Lust mit uns zu kämpfen? Ich glaube, da liegt der, oder? Oh, das ist eine Pflanze. Ich habe gedacht, was ist das? Für da wäre ein Schwanz gewesen zuerst. Ja, die haben ihn gefunden. Dann kloppt ihn mal nieder, Freunde. Komm, ich möchte mir das neue Monsterchen anschauen. Da unten ist er. Oh, der sieht aber cool aus. Oh, der ist schnell, ist der vor allen Dingen. Na, gehst du weg. Ist
Zack, da hat er schon die ersten zwei von uns bekommen. Oh, da haben wir eine bekommen von dem. Haben wir wieder eine gekriegt, da müssen wir aber aufpassen. Okay, der dreht sich immer. Dann gehe ich mal ein bisschen zur Seite. Schwein ab. Oh, 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 da, was war das denn? Jetzt brennt er hier noch die Arena an. Mal gucken, ob wir den gleich mal eine geben können. Mit unseren Granaten. Ach, Quatsch. Da kriegt er die Granaten ab. Bam, da hat er eine gekriegt. Zack, und noch eine. Sehr gut. Komm, dann hauen wir direkt noch eine rein. Jetzt ist er wütend. Der kleine Knirps. Ich kriege direkt noch eine Granate. Immer alle schön auf einer Stelle stehen. Falsche Richtung. Weg, 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 weg. Oh, da dreht er sich. Oh, der dreht sich schnell. Da müssen wir aufpassen. Ich muss die Bosse mal lernen. Na, hast du dir so gedacht, mein Freund, wa? Weg, der dreht sich. Weg, der dreht sich. Guck mal, die haben schon das ganze Wasser ausgesüffelt. Und andere haben jetzt wieder nichts abbekommen, ne? Und da ist er wieder und sollte unsere Quest fertig sein. Oh, oh, die Kacke hier. Also wenn er so lange der wild ist, nutzt uns das nichts. Da kommen wir nicht an den dran. Oh, da habe ich gepennt. Jetzt ist er wieder normal. Da hat eine gekriegt. Guck mal, wie weit der fliegt. Guck mal, wie weit der fliegt. Der hat von mir voll eine gekriegt hier. Oh. War das jetzt Luck oder war der jetzt eher am Ende? Ich glaube, der war am Ende, ne? Aber war cool. Genau mit unserem Schlag. So, Leute, jetzt müsst ihr den anderen sofort alles wieder wegtrinken. Damit die sich ja nicht aufladen können. Hast du dir gedacht, war mein Löwe? Oh, das hatte ich mir aber auch anders gedacht. Geh mal auf jemand anders, aber nicht auf mich. Ach, jetzt ist er wieder wild. Da ist er meist immer kurz, dass der vom Abnippeln ist. Ich hab die falsche Lampe drin. Ah, hast du schon wehgetan, Junge?
Weg. Oh, jetzt ist er auch noch in dem Modus. Jetzt wird dann ganz wilde hier. Na komm. Da hat er wieder eine gekriegt von den Leuten. Fisch das macht. Komm, lauf, lauf, lauf. Löschen. Na, damn it. Da habe ich gedacht, wir... Oh, jetzt sehe ich natürlich nicht, wo er hinschießt. Oh, der hat gesessen. Aber der sitzt jetzt auch von uns. Nein! Wir sollen aus dem Modus raus da. Wo ist er? Oh, jetzt hat er doch... Oh. Komm, 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 Bodo. Na, nicht zu mir hin, was soll das? Hat er schon wieder den Scheiß-Modus an. Aber den muss ich schneller schlagen. Jetzt hat er mich. Da ist er down. Da ist er down, unser erster Boss. Aber wie gesagt, man kommt nicht so gut an dem Schaden dran bei solchen Springen. Wie hat euch denn der Boss gefallen? Wir waren jetzt nicht wirklich gut. Wir haben zwar Gold, aber da wäre mehr drin gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht so toll. Naja, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall sollten wir wieder die Quest, wir haben jetzt jede Menge bekommen hier, die Quest erledigt haben. Wir haben die Explosionsquest, glaube ich, erledigt und wir haben die andere Quest erledigt. Das neue Monster legen. Ja, seht ihr, zwei abgeschlossene Questen haben wir. Dann können wir mal gucken, wo wir die abschließen können. Und dann gucken wir uns mal die neue Rüstung an. Slayer, let us talk.
Trommelwirbel ist abgeschlossen. Vielen Dank. Zack. So, da haben wir doch eine gute Teil für heute verbracht mit dieser Quest. Die andere Quest war beim Schmied, glaube ich, ne? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Nee, oben wahrscheinlich steht der. Am Marktplatz da, vorm Toreingang. Ja. Victorious again. Zack. Und neue Rüstung. Oh, jetzt kriegen wir eine Blitzechse. Wieder neues Monster, Freunde. Also können wir drauf uns freuen in der nächsten... Oh, was ist denn hier los? Eine neue Quest. Nehmen wir alles mit. Aber wir gucken uns erstmal die neue Rüstung an. Hier ist sie. Was kann sie? Erhöht die Angriffskraft um 8%, wenn die Gesundheit unter 30 ist. Sieht nicht schlecht aus, aber guck mal, die alleine hat schon hier einen Schaden von 200. Und dann können wir die hochpimpen. Müsste man gucken. Aber ich wollte ja zu meinem Speer hin. Das möchte ich lieber haben. Das hat plus 40 Feuer, Freunde. Und das macht richtig Damage. Ich habe jetzt, glaube ich, das hier, ne? Genau. Guck mal, das ist ja schon ein Unterschied hier, oder? 200 Schaden bei normalen, 240 bei anfälligen, die gegen Feuerschaden anfällig sind und 180 gegen Widerstehende. Ja, das müssen wir haben. Moment, das können wir uns auch schon craften, oder? Ja, das können wir schon herstellen, dann machen wir das mal. Zack, da haben wir es. Verbessern, direkt hochpushen. Zack, Gegenstand verbessert. Ihr seht, guck mal, wie hoch das hier geht schon mittlerweile. Alles reinballern, was wir haben. Höchststufe erreicht. Stufe 4 Speer. 280. Werden wir direkt mal ausrüsten. Und in der nächsten Folge, Freunde, gehen wir dann mit dem Speer raus. Wo haben wir es? Da kann ich euch endlich auch einen Speer zeigen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier ausbauen soll. Das sind wieder 2000, um auszubauen. Ne? Lassen wir erstmal. Unser neues Speer. Sieht die nicht episch aus, die Waffe hier? Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge wieder zu tun haben. Eine Blitzechse sollen wir erledigen. Ja, wieder neues Monster. Feuer anzünden, Baupläne. Schlage 10 Teile von einem Bemos ab. Puh, 10-mal sollen wir den ab. Gut, das ist natürlich jetzt eine Aufgabe. Da müssen wir uns überlegen, ob wir nicht wieder auf so ein Teil-Dings-Bonus-Set gehen. Was haben wir hier noch? Brennendes Eis. Baupläne, sollen wir hier mit Eis was machen, ne? Genau, da werden wir da mal auch uns drum kümmern. Aber das, wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge. Wir haben wieder genug Quests, die wir lösen können. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Dauntless. Oh, da unten ist noch eine Quest. Ne, kann ich noch nicht. Müssen wir hier nochmal hin. Ship's good to go. Feldarbeiten, Baupläne, Lebensquellmast, was auch immer das sein mag. Komplett nehmen wir mal. Zack. Gucken wir mal. Da haben wir gekriegt. Platziert einen Mast, der Slayer in der Nähe 20 Sekunden lang 22 pro Sekunde wieder heilt. Oh, der ist aber gut. Aber dazu brauchen wir eine Herzlinie. Wo kriegen wir die denn her? Omnistein haben wir noch, aber die Herzlinie. Eine gewünschte Zutat-Tränke zum Wiederherstellung von Gesundheit von Slayern. Aber wir haben noch keine Herzlinie. Da müssen wir gucken, wo wir die finden. Aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und, wie hieß der? Herzlilie oder Linie? Lilie, ne? Wo war sie jetzt? Herzlilie. Ja, genau. Ich würde schon sagen, nicht Herzlinie. Fiel mir gerade so auf. Also, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis dann. Tschüss, ciao und bye bye.